Name ist Sebastian Alsleben, ich bin Hausarzt und Medfluencer und ich berichte monatlich über die interessantesten Themen der Medical Tribune. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MT Quick. Heute möchte ich mit einem Kongressbericht des 130. DGIM anfangen. In Histaminintoleranz richtig angehen gibt es einen ausführlichen Überblick zu der oft nur schwer fassbaren Erkrankung. Häufig stecken hinter dem sehr heterogenen Symptomen zahlreiche Differentialdiagnosen. Dabei erklärt Professor Reitl von der Klinik für Gastroenterologie am Malteser Krankenhaus noch einmal die Grundlagen der Histaminentstehung und Anhäufung. Es entsteht unter anderem in Mastzellen bei der Produktion von Magensäure. Hohe Histaminspiegel, wie sie beispielsweise bei Entzündungen auftreten, werden durch die Enzyme Diaminoxidase und Histamin-N-Methyltransferase abgebaut. Besteht jedoch ein Mangel an DAO durch zum Beispiel Zottenatrophie im Darm, Toxine, Mikrobiomveränderungen oder beispielsweise Barrierestörungen, kann es zu den typischen Intoleranzreaktionen kommen. Wird die maximale Aufnahmekapazität von 250 mg überschritten, reicht unsere Enzymaktivität im Körper nicht mehr aus. Dann spricht man auch von einer Histaminvergiftung. Zunächst treten gastrointestinale Symptome auf. Bei weiterem Anstieg kann es dann aber auch zu Kopfschmerzen, Flush oder Tachykardien und weiteren Beschwerden kommen. Im weiteren Verlauf geht die Autorin auf typische anamnestische Auffälligkeiten und mögliche Therapieoptionen ein. Wobei die Datenlage hierzu noch nicht so aussagekräftig ist. Beispiele sind natürlich in erster Linie die Lebensstilmodifikationen, aber auch Vitamin-C-Infusionen und antibiotische Therapien werden erwähnt. Immer mehr ältere Menschen unterziehen sich einer perkutanen Corona-Intervention, heißt es in kürzere duale Plättchenhemmung nach Corona-Intervention. Aktuell werden in den Leitlinien eine 6-monatige DAP-Therapie bei stabiler ischämischer Herzkrankheit und 12 Monate bei einem ACS empfohlen. Ob das wirklich so sinnvoll ist, haben De Jong Park und seine Kollegen vom Cook Country Health in Chicago untersucht. Dabei schauten sie vor allem nach ischämischen und Blutungsereignissen, kombiniert auch NACE genannt, Major Adverse Cardiovascular Events und Blutungen. Eingeschlossen in die Meta-Analyse waren 14 Studien mit knapp 19.000 Patienten. Ergebnis: Es zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich MACE und NACE. Jedoch wird eine Blutungsrisikoreduktion bei einer 3-monatigen DAPT-Therapie erreicht. Laut Angaben der Kollegen könne also eine Reduktion der DAPT in Betracht gezogen werden. Jedoch erwähnen die Kollegen auch, dass es weiterer Studien bedarf, um eine bessere und individualisiertere Patientenversorgung zu erreichen. Ein Kilogramm Calcium befindet sich im Körper eines Erwachsenen. Dabei stabilisiert es hauptsächlich die Zähne und die Knochen. Da könnte man meinen, dass bei so großen Mengen im Körper geringe Abweichungen im Blut keinen großen Unterschied machen. Das ist aber falsch, denn das meiste Calcium liegt gebunden vor. Kommt es jetzt zur Abweichung im Millimolbereich, kann dies schwere Folgen haben. Eine Hyperkalzämie ab etwa 2,65 Millimol pro Liter tritt dabei etwa bei jedem 100. Patienten auf und kann Muskelschwäche, kognitive Dysfunktion oder sogar ein Koma verursachen. Häufige Ursachen sind Hyperparathyroidismus oder Tumore. Aber auch Medikamente können eine Hyperkalzämie begünstigen. Die Diagnostik erfolgt über die Bestimmung der ionisierten Calcium- und PTH-Werte. Eine Behandlung hängt vom Ausmaß ab und erfordert bei schweren Fällen eine forcierte Diurese und gegebenenfalls sogar eine Dialyseeinleitung. Hypokalzämien unter 2,2 Millimol pro Liter resultieren aus einem PTH- oder einem Vitamin-D-Mangel. Diese wird durch Calcium- und Vitamin-D-Substitution therapiert. Dabei kommt es bei milden Hypokalzämien nicht zwingend zu Symptomen. Bei Missempfindungen sollte jedoch auch an eine Hypokalzämie gedacht werden, so die Autoren. Wie wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt ist, können Hypokalzämien eine QT-Zeitverlängerung auslösen, weshalb ein EKG unabdingbar ist in diesen Fällen, so die Autorin Sonja Kempinski. Wir alle kennen Patienten mit Schmerzen im orofazialen Bereich. Doch häufig fällt eine klare diagnostische Abklärung schwer. In Neue Schubladen für orofaziale Schmerzen geht die Autorin auf die internationale Klassifikation für orofaziale Schmerzen ein, welche durch die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft ins Deutsche übertragen wurde.
Chronische Schmerzen seien vorhanden, wenn sie an mehr als 15 Tagen im Monat und länger als ein Vierteljahr vorlegen, so die Kollegin. Oftmals verstecken sich hinter den orofazialen Beschwerden primäre Cephalgien wie eine Migräne oder ein Clusterkopfschmerz. So kann eine Migräne statt einer halbseitigen Kopfschmerzsymptomatik auch Schmerzen im Mund auslösen. Dann können Triptane und Co. Abhilfe verschaffen. Auch das Burning Mouth Syndrom ist nun einfacher zu diagnostizieren. Mich hat das Thema daran erinnert, differenzialdiagnostisch bei unseren Patienten mit orofazialen Schmerzen genauer hinzuschauen. Der Artikel ist aber nur einer von vielen spannenden aus dem MT-Special zum Thema Schmerzmedizin. Finde ich diesen Monat besonders lesenswert. Das war's auch schon wieder für diesen Monat mit MT-Quick. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie lesen einmal rein. Es lohnt sich wirklich. Bis dann, Ihr Sebastian Alsweg.